Zweiter Akt, Sternlichtsonate, Interludium, 13. Astralmond. Wir haben lange nicht mehr gewürfelt. Lass mal wieder würfeln. Na, schaffe ich es? Oh, eine 17, ja. Easy. Auf geht's. Na, wer kommt heute? Oh, neue Gesichter. Puh, ich wusste, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Wer sagt, dass wir alleine keinen Rottyp hinbekommen? Nee, glaube ich. Ich glaube, das war eine rhetorische Frage. Wow, ich hab dich gar nicht gesehen. Was geht ab? Hoffentlich nicht der Lack an meiner Tür. Frisch gestrichen. Bitte. Na, hoffentlich darfst du das ja alles nochmal machen. Stimmt. Und das hier ist dein Laden? In der Tat, willkommen in das Reisende Rast. Das Reisenden Rast. Okay, so heißt der Laden hier. Und am Ende des zweiten Akts zum ersten Mal erfahren. Interessant. Mit wem habe ich das Vergnügen? Polygeist. Und den Besten aller Jungen, Scott Howe. Und zusammen sind wir The Prankmasters. Mit einem Z. Sehr erfreut, euch kennenzulernen. Ich bin dann wohl eure Gast für heute. Mega, was für Drinks hast du so? Oh ja, wir brauchen echt dringend was zum Saufen. Tut mir leid, aber hier wird nicht gesoffen. Nicht? Was? Wieso? Als Beschränkungen. Die sind ziemlich kompromisslos hier in der Gegend. Und ich möchte mein Gasthaus gerne behalten. Verstehe ich. Wir haben alle unser Los zu tragen. Was hast du sonst so? Magische Getränke, die eure Fähigkeiten erweitern. Es macht sogar Gerüchte die Runde, dass sie euer Schicksal verändern können. Wow, das ist ja mega. Wie ein Influencer nur für das Schicksal. Ein Schicksalsfluencer. Bitte nenn mich nie wieder so. Das würde so hart auf den Moment Graham gehen. Nein, ich frag nicht. Es geht auch hier ziemlich hart. Na Logo. Influenz mal unser Schicksal. Mir ist langweilig. Kann ich dir ein Hausverbot geben? Ich wurde jetzt zum zweiten Mal als Influencer bezeichnet. Diese ganze wirde Roadtrip laugt mich total aus. Scheint, als bräuchtest du etwas mehr Ausdauer. Aber du könntest, denke ich, etwas Stärkeres als meine üblichen Sachen gebrauchen. Mega, gib mir deinen stärksten Zaubertrank. Es sind eigentlich keine... Ach, egal. Okay, also mach mal irgendwas. Oder wie? Stärke. Ich glaube, das hat sie nicht so gemeint, aber... Okay. Stärksten Zaubertrank. Mit 3 Stärke wird es, glaube ich, der hier, Tropenpunch. Und noch irgendwer anders 3. Ja, der hier Matrosenmart. Was?
Nehmen wir doch die. Der sieht auch von Glas her am stärksten aus. Nur noch irgendwas zur stärkeren Unterstützung reinmachen. Und versuchen. Wie können wir das? Mit Schild in der Zone. Okay, Schild hier. Ja. Das dürfte gehen. Mit Chili rein. Brauchen wir nur noch zweimal. Brauchen wir einmal Charisma. Ein Tropenpunch wäre das auch. Aber ich will tatsächlich ein Matrosenbad. Interessant. Immer ein Blut streicheln. Ist ein Muss. Ein funky Drink für ein funky Mehl. Mal sehen. Boah, das ist mega, richtig mega. Da vermisse ich sogar das Saufen nicht. Naja, ein wenig vielleicht. Ich nehme das als Kompliment. Probier mal, Scott. Das kitzelt wie Gurkenwasser. Also, Scott Howell, darf ich dir auch einen Drink anbieten? Nö. Du könntest uns mal sagen, wo wir hier sind und was man hier so machen kann. Ihr seid in Zenith, der Hauptstadt der Republik von Fesoa. Habt ihr euch verlaufen? Nö. Solange wir Spaß haben, sind wir, wo wir sein müssen. Trotzdem scheint ihr mir nicht ganz von dieser Welt. Weißt du was? Du könntest recht haben, Zaubertrinkmixer. Ich mixe kein. Wir waren auf einem Roadtrip. Sollte der Trip unseres Lebens werden. Und dann ist etwas Seltsames passiert. Wir wollten gerade an einer Kreuzung abbiegen und plötzlich wusch, öffnet sich ein Portal und ich konnte nicht rechtzeitig auf die Bremse treten. Yeah, wir sind mitten durchgefahren und auf einer Schotterstraße gelandet. Alles schien anders und altmodisch, so richtig antik. Antik? Was sonst? Ich habe eine Menge seltsames Zeug gesehen und getan, aber das hier ist einfach weird. So weird. Keine Autos, nur Kutschen und so. Autos? Ja. Meint ihr Automaten? Sowas ähnliches. Wie Kutschen, nur ohne Pferde vorne dran. Tut mir leid, ich habe keine Ahnung, wovon du redest. Scott, ich glaube, hier gibt es keine Autos. Jetzt macht es auch Sinn, warum mein Handy kein Signal kriegt. Warum macht das Sinn? Wir sind hier in die Vergangenheit gereist. Ich. Oha, heißt das, wir haben eine Zeitreise gemacht? Ja. Wie gut ist das denn? Ich glaube nicht, dass Zeitreisen möglich sind. Das klingt für mich eher so, als hättet ihr eine interuniversale Reise durchgebracht. Ein seltenes Phänomen, aber es kommt vor. Moment mal eben. Du sagst, es also sind was ganz Besonderes und hatten mehr Glück, dass uns sowas passiert ist? So ziemlich, ja. Mega.
Das ist ein Zeichen, Schutzgott. Das Universum hat uns hierhin geschickt, damit wir Chaos stiften. Awu! Die Prime Masters werden zurückschlagen. Und bald nach einem Nickerchen. Können wir ein Nickerchen machen, Polly? Gute Idee. Hey, Funky. Magisches Mysterium. Mach dich lieber daran, eine Touri-Führer für uns zu schieben. Ich sehe, was ich tun kann. Gut, hast du noch ein Zimmer für uns? Natürlich. Oben ist noch eins frei. Ignoriert das Kratzen und das Wasser bei der eisernen Tür. Keine Sorge, wir haben schon Seltsames gesehen. Wir haben eine Menge Erfahrung mit Seemonstern. Immer cool, noch mehr davon zu treffen. Bis bald. Kommt's gut, hauen wir uns aufs Ohr. Vielleicht sollte ich ein paar betreten verbundenen Schilder aufhängen. Oh, sie ist wieder da. Hallo. Schön, dich zu sehen, Baja. Danke, dass ich hier sein darf. Jetzt. Macht der Streit deiner Freundinnen dir immer noch zu schaffen? So einsam, so fürchterlich einsam. Ich wollte fragen, hast du jemanden ausgeschickt, um ihnen zu helfen? Das habe ich. Du hast. Ja, Febel und Aura kümmern sich darum. Oh. Dann hoffe ich, dass sie bald wieder Freunde sind, damit wir wieder Teekränzchen abhalten können und ich nicht so einsam bin. Zumindest besuchen die Leute mein Kuhbad. Das ist gut. Danke, dass du meine Gutscheine verbringst. Meint die schon wieder. Hört nicht der Kubert? Ja. Das klingt doch noch etwas, oder Scott? Ich liebe Kur-Dingens. Bist du Touri-Führerin? Eine süße Sumpfkreatur? Touri-Führerin? Wollt ihr mein Kuhbad suchen? Das hier sind Ponygeist und Skotau. Sie suchen momentan nach Unterhaltung. Und einen Weg nach Hause. Aber Unterhaltung ist wichtiger. Ist doch klar. Langsam wird es echt langweilig. Nichts gegen dich, Funky Fremdeswesen. Schon okay. Wo ihre Heimut? In einem Portal oder so. Genau, wir sind durch ein Portal hierher gekommen, was für sich schon krass ist. Aber jetzt hatten wir diese ganze mittelalterliche Tavernennummer, was ganz nett ist, aber wir sollten weiter. Ihr solltet zu meinem Kuhbad. So was in die Richtung. Wo wir gerade davon sprechen, Baja, glaubst du, kannst ihnen helfen, den Weg zurückzufinden? Natürlich. Das kannst du. Aber zuerst solltet ihr mein Kuhbad suchen. Nichts leichter als das. Ich brauche eh einen Fehlschuh.
Die Luft hier ist so trocken. Mein Wasser ist so befreundet. Moment. Heißt das, wir springen nackt in irgendwelche heißen Quellen? Aber so was von? Meine heißen Quellen sind die besten. Cool. Also in kleine Boxenstopp in deinem Kuhbad und dann geht's zurück nach Hause. Machst du mit, süße Sumpfkreatur? Bitte sag ich ja. Wir werden sehen. Zuerst zeige ich euch das Brutal und den Kuchenbrat. Wenn du sie zu dem Portal bringst, könnten sie dich auf eine Spritztour mitnehmen. Vielleicht hilft das deiner Einsamkeit. Glaubst du? Ja. Niemand ist allein, wenn er oder sie mit den Prankmasters unterwegs ist. Ich werde darunter nachdenken. Welches Portal würdet ihr nehmen? Das noch Wurm, Flutrüme und Wölkung. Und das zum Abgrund des Zwischenlichts und des Gugrams und voller seltsamer Früchte. Der Abgrund des Zwielichts klingt gruselig. Ich liebe Grusel. Und ich liebe Träume. Die sind immer so weird. Vor einer Weile habe ich geträumt, ich wäre mein eigener Vater. Wo soll ich hinführen? Das Portal nach Avalon ist ganz in der Nähe. Du musst Bildung des Aschenbrunnens. Da, wo wir gerade herkommen, klingt lame. Aber es ist ein schneller Weg nach Hause. Und voller Träume, Polly. Stell dir die ganzen epischen Pranks vor, die wir den Schlafenden stellen können. Das ist ein... Tschau, mega, dann ist das ja gebunkt. Ich kann es kaum erwarten, euch meine Schlammmasken zu zeigen. Ich kann es kaum erwarten, dir die Welt zu zeigen. Süße Sumpfkreatur. Heiße Bade, lächelndes Röhrchen. Dann lass uns losziehen, Baja. Viel Spaß und gute Reise. Bye bye, trankmixende Kreatur. Ciao. Lächelndes Smile. Bis bald. Schön, dass immerhin Baja Freunde mit diesen seltsamen Besuchern hat. Was für Geschichten sie wohl zu erzählen hat, wenn sie zurückkommt. Oh. War ein kurzer Tag. Zweiter Akt, Sternlichtsonate. Kapitel was auch immer. Wasser bis zum Hals. Astralmond 17. Guten Abend. Und guten Abend, Grace. Könnte ich einen Drink haben? Natürlich, was darf es denn sein? Ich bin ziemlich erschöpft.
Hast du etwas, was mein Verstand noch eine Weile wach hält? Da habe ich etwas für dich, glaube ich. Einen Moment bitte. Okay, Verstand wach halten. Etwas mit sehr viel Intelligenz. Das ist doch super. Haben wir hier noch irgendwas? Nein, das nicht. Blitzsalbei vielleicht. Inspiration. Das könnte gehen. Witzig, Charisma. Das ist es schon. Supernova Seltas. Die tätig an den Blutstreichelei. Und ups. Ein Drink für Kopf und Seele. Danke. Das ist genau, was ich brauche. Und warum so müde? Ich dachte, deine Thesis-Verteidigung wäre vorbei. Das ist sie auch. Und das heißt, dass ich überlegen muss, was ich jetzt tue. Es gibt endlos viele Möglichkeiten, aber nicht unabzählbar viele. Trotzdem, eine Entscheidung zu treffen, ist da schwierig. Hast du darüber nachgedacht, eine Weile einfach Pause zu machen? Habe ich. Sag mal, wenn du für immer leben würdest, was würdest du damit machen? Darüber habe ich noch nie nachgedacht. Mir gefällt, was ich tue. Ich könnte mir gut vorstellen, das für immer zu machen. Es ist entspannend und sicher und ich treffe jeden Tag tolle Leute und Zauberer. Aber für immer ist eine lange Zeit. Gäbe es nichts anderes, was du gerne tun würdest? Ich würde gern verreisen. Die Welt erkunden, Abenteuer erleben. Wirklich? Wohin denn? Einfach woanders hin. Die Welt sehen, die Wälder, die Seen. Die fünf interplanaren Portale, um zu sehen, ob sie toll sind. So toll, wie man sagt. Würdest du eines beschreiten? Keine Ahnung. Ich dachte eher daran, dort ein Picknick zu halten und ein kleines Schwätzchen zu halten, vielleicht ein Nickerchen. Schauen, welche Früchte dort in der Nähe wachsen. Jetzt bin ich neugierig. Wenn du das tust, schickst du mir deine Studien. Du bist die Erste, die sie zusehen bekommt. Was würdest du tun, wenn du unsterblich wärst? Ich würde alles lernen, was es zu lernen gibt. Jede Sprache, jedes Instrument. Jede Fähigkeit, alles was die sterbliche Existenz hergibt. Dann würde ich mit meinem Bruder alle Ebenen bereisen und noch mehr lernen, endlos viele Tätigkeiten halten. Da wäre ich dabei. Als wir klein waren, hat Hex unsere Plüschtiere immer um den Teetisch tanzen lassen. Wir konnten uns keine Spieldosen oder so leisten. Also hat er sich selbst für Lieder überlegt, zu denen sie tanzen konnten. Er hat sie mir vorgesungen. Wenn ich die Zeit hätte, würde ich diese Lieder gerne niederschreiben und mir Tänze dafür überlegen. Du solltest dir die Zeit nehmen. Deine Zeit gehört dir. Und wenn du nicht ewig hast, hast du immer noch jede Menge Zeit. Eine elfische Lebensspanne ist nicht zu verachten, selbst wenn du nur die Hälfte davon hast.
nicht, wenn du die menschliche Hälfte bekommst. Oh, das ist deutlich weniger. Das ist das. Aber ich will das meiste daraus machen. Und was wirst du dann als nächstes tun? Ich bin mir noch nicht sicher. Ich habe darüber nachgedacht, nach Ashfedal zu gehen. Der Hauptstadt der Magokratie. Ich habe gehört, dass die Bibliotheken dort über 60 Stockwerke haben und dass durch die Unmengen an Mana dort Flüsse durch den Himmel fließen. Das klingt nach einem Paradies für jemanden wie dich. Schon, aber Hex möchte lieber hier bleiben. Er mag Fesor, Synyph und den Aschenhelm. Ob du es glaubst oder nicht, ich denke, er mag die Ruhe hier. Der ganze Lärm in Ashfedal wäre sicher nichts für ihn. Du könntest auch einfach alleine gehen. Und sofort gibt es eine Botschaft der Magokratie. Die Teleportationszauber dort sind ganz billig. Sind nicht ganz billig, aber sicher. Er will auch nicht zurück nach Sofort, glaube ich. Und ich werde ihn nicht zwingen. Dann kann er sich sicher auch selbst teleportieren. Das wäre keine gute Idee. Die Distanz ist zu enorm. Und er war immer grauenhaft in Teleportationsmagie. Er könnte per Schiff reisen. Ich weiß das sehr zu schätzen, aber ich glaube, ein Schiff würde die Distanz zwischen uns für ihn nicht akzeptabel machen. Er wird mir folgen, ganz egal, wohin ich gehe. Ich glaube, er will kein Abenteuer und keine Fest auslassen und keine Beerdigung. Da kannst du ihm einfach sagen, dass du eine Weile allein reisen willst. Und dann wäre er auch alleine. Rede einfach mit ihm, Grace. Ich möchte nicht, dass wir unsere gemeinsame Zeit im Streit verbringen. Aber ich will auch nicht, dass er sie damit verbringt, um mich zu zaubern. Das sollst du ihm sagen, nicht mir. Er wird genug Zeit haben, um dich zu trauern, wenn du einmal nicht mehr da bist. Anders als die meisten Leben ist Trauer endlos. Ich schätze, da hast du recht. Ich würde gerne etwas hinterlassen, das ihn an mich erinnert. Vielleicht baue ich meinen eigenen Magierturm. Bitte tu das, ich liebe Magiertürme. Hast du von dem auf Moria bei Darewell gehört? Der in dem Flüchtling, der Flüchtling aus der Magokratie wohnt? Genau der. Es scheint, der Magier ist spurlos verschwunden und der Turm steht seitdem leer. Ich wollte dort immer auf einen Tee oder so vorbeischauen, aber ich wollte ihn nicht stören, also habe ich es immer gelassen. Aber jetzt, wo er weg ist, bin sicher, er hat jede Menge interessante Dinge zurückgelassen. Durchträge, Schalte, Verschwindetrieb. Okay. Könntest du dich nicht dorthin teleportieren, um es dir anzusehen? Man kann sich nicht einfach so in einen magisch geschützten Ort teleportieren. Nur die Drachen wissen, wo man dann landen würde. Vielleicht ist das dem Magier passiert. Vielleicht. Niemand scheint zu wissen, was mit ihm passiert ist. Oder wer er war. Und keiner scheint daran interessiert zu sein, es herauszufinden. Ist das nicht traurig? Ein wenig. So will ich nicht enden. Das wirst du nicht. Solange ich hier bin, werde ich deine Geschichte erzählen.
Und wie lange wird das sein? So lange, wie die Welt mich haben will. Dann wird das ziemlich lange sein. Man kann dich gut erdulden. Danke, Grace. Möchtest du eine Weile hier bleiben? Sehr gern. Dieses Gasthaus ist ausgesprochen inspirierend. Falls du jemanden zum Reden brauchst, ich bin da. Danke. Ja, Achievement. Hallo Gastwirtin. Hallo ihr beiden. Ein Drink. Oder vielleicht lieber zwei. Gerne doch. Welchen Namen nutzt du gerade? Aura ist okay. Der ist doch jetzt auch schon eine Woche alt. Ich war beschäftigt. Willst du dir dann jetzt einen neuen ausdenken? Darf ich? Na gut. Wie wäre es mit Kumo? Ich finde, du siehst aus wie ein Kumo. Das stimmt. Er ist so weich wie eine Wolke. Genau das habe ich auch gedacht. Ich bin kein bisschen wie eine Wolke. Das klingt nach etwas, was eine Wolke sagen würde. Können wir jetzt unsere Rings haben? Natürlich, was darf es sein? Etwas Süßes, vielleicht mit Sprüngen. Wenn du etwas hast, das... Du verstehst schon, oder? Natürlich, mal sehen, ob ich helfen kann, die richtigen Worte zu finden. Etwas mit Charisma. Sprudel wäre nicht das hier, aber das hat nicht drei. Da bietet sich eigentlich nur der eine Ring an. Die Herzenssprechung. Wollen wir noch was dazu tun? Nein. Nein. Oh nein. Das würde gehen. Ein bisschen Segen dazu. Müssen wir Charisma ausgleichen. Machen wir einen weißen Ring. Herzenssprecher. Einen Blutstreich nicht vergessen. Und raus mit dem Drink. Flüssiges Charisma für die Bedürftigen.